Bierpong. Na sag mal. Sie sind jetzt schon besoffen genug. Oh, was ist hier los? Hey, hallo, was ist denn hier los? Sollen Na, das jetzt, ist ja hier was. Sollen wir jetzt Sport machen oder was? Ach. Nicht Ping-Pong, sondern Bierpong. Bierpong, was ist weißt das? Weißt du was? Nee. Ich glaube, wir müssen was aufbauen für eine Party. Also vielleicht müssen wir mit den Dingern irgendwie, so bist du, so wie die kleinen Kinder was an der Kreuzung, uns, so, weißt du, mit uns denn jonglieren. Kann natürlich sein. Ach ja, mit Bier. Hey, guck mal. Das ist ein Spiel. Ja. Du musst die Bälle mal immer drunter und dann musst du gucken und dann zaubern, ob du weißt, wo der Ball ist. Ah. Ich glaube, wir bauen erstmal den Tisch auf. Wollte ich auch sagen, ja. Komm mal her. So. Aha. Warte mal, jetzt müssen wir das hier erst hier zusammenbauen. Oh. Was willst du haben? Willst du rot oder blau? Ich nehme blau. Dann bleibe ich bei rot. Ich glaube, du musst erstmal deine blauen Dinger aufbauen. Guck mal. Zwei. Wird vom Spieler direkt in den Becher geworfen, ohne dass der Ball den Tisch vorher. Das Verteidigungssystem hat damit keine Möglichkeit, den Ball abzuwehren. Mach mal Platz, Dino. Ich teste jetzt mal. Dino, ja, Platz. Da vielleicht muss ich zur Strafe ein Bier trinken. Ja, dafür ist vielleicht der eine Becher noch. Trink mal eins, dann triffst du nicht mehr. Trink doch mal ein Bier. Aber du hast recht. Tino. Ja, ich hab recht, sag bloß. Du wirst ein Bier trinken? Das ist Bierpong. Der Becher ist zur Hälfte mit Bier gefüllt. Ach. Und da muss der Gegner als Strafe den Becher trinken, wo der Ball gelandet ist. Ach du Lieber, da sind wir ja Knüller. Also, wenn ich treffe, musst du saufen. Ja, natürlich. Ach, dir helfe ich, du. Ist ja verrückt. Das ist ein Partyspiel, Leute. Partyspiel. Ich hab naja, noch, du, solange das so ist, solange wir uns nicht noch nackend ausziehen müssen, geht das ja. Der Tisch ist ein bisschen zu niedrig. Ist zu niedrig? Ihr müsst ja die Beine noch ein bisschen ausfahren. Ach. Die Becher noch mal runter. Runter, alle zurück. Warte mal, lass uns den mal querlegen, so rüber. Ja. Den Tisch jetzt die Hammelbeine lang. Jetzt wird den Tisch die Hammelbeine lang gezogen. Oh, hey. Das ist besser. Ja, das ist so eine Höhe. Da wird man ja ganz krumm, weil so bucklig. Das geht so, ja gar nicht. So, geht wieder los hier. Bevor wir jetzt anfangen zu spielen, füllen wir erstmal alles auf. Ja. Ihr füllt jetzt genau 5 Becher mit dem Bier. 5 Becher. Also es ist kein richtiger Alkohol, das ist alkoholfreies Bier. Habe ich mir noch ein paar andere Sachen ausgedacht, die ihr in die anderen Becher reinfüllen könnt. Und diese befinden sich in diesem Schrank. Hier. Und ihr könnt ja mal schauen, was dort an Flüssigkeit so sich drin versteckt. In diesem Schrank? Reine Buttermilch. Centershock, das machen wir nicht drin. Nee, das ist ja zu sauer. Gurkenwasser. Centershock, du. Aber Würstchen ist ja keine Flüssigkeit. Ich hab was für dich. Das ist schöne Flüssigkeit für dich. Ach, das kenne ich ja schon. Ach ja. Ich erinnere mich. Ingwer-Shot. Ach, das ist nicht zu scharf. Peter, das muss alles rein. Aber muss man ein Würstchen auch reinstecken da? Würstchen auch? Das Wurstwasser. Nee, das olle Wurstwasser. Ingwer-Schock, Wurstwasser, das war Würstchen hier. Und Gurkenbrühe. Na sag mal. Wo ist der Ball? Wo der Ring ist. Da, also du fängst an. Jeder von euch darf abwechselnd immer 2 Würfe machen. Ja. Du kannst dir überlegen, ob du direkt wirfst oder ob du einen Aufpraller machst. Tja. Sobald der Ball den Tisch berührt, darf Peter ihn aber wegkauen. Ja, das weiß ich bloß noch nicht. Das kommt dann nicht immer, wie gut ich treffe. Ich werde da sehen, natürlich. Mach hin. Muss mal hier hinten, muss ich stehen bleiben, ja? Ja, gut. Einmal nicht, gar nicht. So, nochmal ein Versuch. Wieder nicht. Gut, jetzt bist du dran. Das war mir auch zu tief dann. Oh! Oh! Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Das musst du jetzt trinken. Auweia.
Hoffentlich hast du Glück. Das ist Gurkenwasser. Gurkenwasser. Oh, das tut mir leid. Kann man trinken. So, das waren zwei. Jetzt bist du wieder dran. Getroffen. Ja. Du hast getroffen. Hab ich doch gesehen. Aber ich hab Glück. Jetzt musst du den... Der wird gewaschen. Wo denkst du denn, wo du getroffen hast? In Bier. Ja. Prost. Na dann Prost. Ich alkoholfrei ich trinke Bier. Nicht, ich stoße trink mit Gurkenwasser. Jawohl. Auf den Gurkenwasser. Bier hab ich. Dank. Wegstellen. Da oben hin. Genau, richtig. Schmeckt ein bisschen nackig, aber naja. Ich probiere das jetzt, ja. Das war ja ein Glückstreffer. Oh. Jetzt bist du dran. Bravo. Hat nicht. Der ist drin. Ja, wenn du so. Du musst aufpassen. Das ist was Saures. Oh, ja. Trink nicht alles, das wird dir ja übel. Ja, das ist ein furchtbares Getränk. Och, das tut mir leid. Sorry. Du hattest gerade nicht ganz aufgepasst und Peter hat ein Bouncer Ball gemacht. Was für ein Ding? Ein Bouncer Ball, also ein Aufpraller. Ja. Weißt du noch, wie die Regel war? Ja, aber das habe ich gar nicht gesehen. Es sind zwei Becher, die du trinken musst. Was? Aber den zweiten darfst du dir aussuchen. Nimm ein Bier. Bier. Ach du Armer. So, jetzt habe ich schon drei getrunken. Ist ja gar nicht mehr wert im Treffen. So. Du wieder. Oh. Ja, fast. Nee, nix. Nix. Nein! Fast du. Ah. Wieder zwei. Oh, Feuer. Ach, das ist ja... Was war das? Bier. Bravo, Bier. Jetzt bin ich aber besoffen. Ne? Nimm doch mal Buttermilch. Das neutralisiert wieder. Nee. Ich bin mir beim Bier. Ich bin ja ein alter Biertrinker. Er hat eins getrunken, ich habe fünf getrunken. Fünf habe ich schon getrunken. Ja, du bist durstig. Ja. Du warst. Peter hat da halt zweimal einen Aufprall. Ich hatte Glück. Ich kann das nicht ab. Das kann ich nicht. Allerdings bietet sich bei dir jetzt was an. Einmal pro Spiel darfst du die Becher deines Gegners umstellen. Ach, ich darf die jetzt umstellen von ihm. Du kannst sie jetzt zu einem neuen Dreieck oder so formatieren. Ich mal gucken, was du da drin hast. Oder eine Raute. Das ist scharf. Buttermilch ist gut. Bier ist so. Muss ich ja weiter saufen. Jetzt bist du wieder dran, siehst du? Hattet ihr früher Partyspiele? Nee, sowas haben wir nicht gemacht. Nee. Also Partyspiele gab's natürlich. Irgendwie Päckchen auspacken mit Messer und Gabel oder irgendwie sowas, wenn es eingepackt war. Solche Sachen. Aber so mit Trinken dazu? Nee, Trinkspiele nicht. Das Spiel macht Spaß, aber wenn du jetzt nur auf jedes Ding mit so viel Alkohol trinken müsstest, ich glaube, dann macht es keinen Spaß mehr. Nee. Aber dann bist du ja auch schon Knüller, dann schwankst du schon. Naja, es ist ganz schön ein großer Tisch für zu Hause. Du musst ja Platz haben dafür, nicht? Also. Wir brauchen hier einen Ball, Junge, ne? Noch einmal. Und jetzt darfst du trinken. Was denkst du denn, wo du reingeschossen hast? Das ist Bier wahrscheinlich. Bier. Ich hab ein Glück mit dir. Hast du Glück gehabt? Ich hab ja ein Glück mit dir. So, weg. Hey!
deiner Wurst. Ja, ja. Ah, das Würstchen. Also wir machen mal einen Kontakttreffer. Das Würstchen hat mich gerettet. Das ist in die Buttermilch. Na, Prost. Könnt ihr sehen? Na, dann Prost. Mein lieber Mann, das ist ja ein irres Spiel. Ne? Ja, verrückt, wirklich. Wer denkt sich sowas aus? Die Hand frei haben zum Abwehren. Ei, das ist ein... Das sind wieder zwei Becher. Ja, das kann ich da nicht so schnell da vorne hin. Ich hab die Hände voll mit Dingern. Du Armer! Was ist das? Was musst du trinken? Das war Saures auf jeden Fall. Oh Gott, du Armer. Das war nicht so schlimm. Das war Bier, ne? Nee. Nee? Das war so dieses Fläschchen da. Bisschen scharf. Scharf. Da muss ich jetzt Bier hinterher trinken. Dann war das ein Ingwer-Schock. Ingwer-Schock. Denn das ist ja was Gesundes. Jetzt bin ich wieder dran. Ja, du bist dran. Jetzt komm. Ah, nee. Ah! Oh, ganz verzaubert. Du hast verzaubert. Sehr schön. Ach, das ist Center-Schock. Ach, das ist gemein, Tilo. Hab ich alles hinter mir schon. Oh. Oh. Schnell. Das schüttelt ein, ja. Ui, Gott sei Dank weg. Erstmal aufstoßen, du rülpst ein bisschen, ne? Es ist ja zu sauber. Na klar, und ich hab ja schon drei Bier getrunken, nee, oder vier. Oh. Fünf waren du bist ja schon tipsy jetzt. Du bist ja schon guck tipsy. Doch mal die Menge hier oben. Ja. Ich bin ja ein Säufer hier. Du bist ja ein Säufer. Nee, fünf. Jetzt. Oh. Und nochmal. Ist er drin? Ja, der ist drin. Nochmal. Was denn? Gurkenwasser. Oh, das habe ich hinter mir schon. Du, das ist ja eine gemeine Gurkenwasser. Nee, Gurkenwasser, das schmeckt mir ganz gut. Das fand ich nicht so schlecht. Also. Alles gesund, oder? Oh. Ne? Nee, das ist gut. Gurkenwasser ist gut bei Kater. Kater, ja. Doof. Ja. Ey, du holst ja auf. Schön. Ist doch gut. Bier? Das ist Bier. So. Ach so, ich darf ja bei dir schieben. Ne? Ja. Stell dir mal zusammen. Das zu treffen. Das ist besser. Ne? Gut. Hey. Hey. Das war aber Glückssache. Scheiße. Oh, was habe ich dir denn angetan? Buttermilch. Ach, Buttermilch, das geht ja. Buttermilch geht. Das neutralisiert. Schmiert ein bisschen, aber das ist gut. Buttermilch. Ich hol mir noch mal ein Bällchen. Ey, beinahe. Ey, bravo. Bier. Hast du gut gemacht. Danke. Prost, mein Lieber. Ja. Toll, 2-2, wir können doch unentschieden machen. Das ist doch, oder wenn dir das recht ist. Ja, wir sind jetzt schon besoffen genug. Also, wir spielen jetzt jeder nochmal 3x2 Bälle. Weil hier steht immer 2-2. Und wenn keiner den anderen runterschießt, dann ist es unentschieden. Dann hören wir auf. Wir sind nämlich tipsy. Toll. Noch zweimal müssen wir spielen. Mal sehen, wer gewinnt. Oder unentschieden. Nicht mehr lange. Jetzt kommt die Entscheidung. Noch bin ich aufgeregt. Ich auch.
Ja, das ist jetzt. Aber los, ich gönn dir das auch. Ui, bravo, aber beinahe. Schade. Unentschieden, ey! Toll! Du hast toll gespielt, Tilo. Wunderbar. Komm her! Komm mal her! Wunderbar! Du hast toll gespielt! Unentschieden! Ein irres Spiel, ein, ne? Ein irres Spiel, ein, ja. Ein verrücktes Danke. Spiel. Danke! Und ein verrücktes Spiel. Ja. Wunderbar. Hat uns gefallen. War ja. Sehr schön, ja, wunderbar. Spielt ihr das jetzt auf der nächsten Silvesterparty? Na, wenn wir, Platz, wenn wir genug Platz haben. Dann müssen wir die ganze Wohnung ausräumen. Das geht ja gar nicht, oder? Das machen wir als kleinen Tisch, so ganz mini. Wir machen so einen Minitisch. Ja, so. Und dann spielen wir so mit so einem kleinen Stückchen immer. Wir können da ein Würstchen essen, oder? Na, wir ja, essen gut. Die. So, das Würstchen wird jetzt gegessen. So, das war Bierpong mit Tilo und Peter. Schreibt doch mal, ob wir noch mehr Partyspiele genau spielen sollen. Abo, Däumchen, Glocke und ihr seid eine coole Socke. Tschüss.